Aber das, was wir haben, und das sagen auch alle Teilnehmer und Rinnen, das hat keiner. Diese Community, dieses Familiengefühl, dieses, ja, die wollten jetzt auch schon kommen, lass uns mal zusammen essen gehen oder ich finde es so toll in der Gruppe. Und also es ist jetzt nicht nur das Training, da ist auch noch mal was anderes entstanden, ja. Und da muss ich sagen, das verdanke ich dann auch dir, weil du mir die Werkzeuge dafür in die Hand gegeben hast. 6, 7, 8. So, ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen bestens. Ich bin's wieder, Peter, und willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal mit einem neuen Erfahrungsbericht. Heute mit der Ellen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unser Interview. Bevor wir anfangen, ich würde mich freuen, wenn du dich einfach ganz, ganz kurz vorstellst, wer du bist, seit wann machst du Hit the Beat, was für andere Ausbildung hast du vielleicht schon hinter dir, damit die Leute wissen, mit wem sie hier sprechen. Okay, hi, ich bin die Ellen aus Heilbronn. Falls noch nie jemand was von dieser Stadt gehört hat, ist in der Nähe aus Stuttgart. Ich bin 49 Jahre alt, Mama von einem 11-jährigen Sohn, verheiratet und zertifizierte Fitnesstrainerin B-Lizenz, Ernährungsberaterin B-Lizenz, Hitgebiet. Lizenz, jetzt Bodega, genau. Also das sind so jetzt meine Ausbildungen, die ich bis jetzt habe. Und habe als Trainerin durchgestartet, kurz nachdem ich die Hit-the-Beat-Lizenz gemacht habe. Genau. Das war September 21. Da habe ich dann angefangen, Kurse zu geben. Cool. Bevor wir nochmal da in die Details gehen, kannst du uns nochmal abholen, wie bist du überhaupt auf uns aufmerksam geworden und was hat dich dann dazu bewegt, einfach zu sagen, okay, ja, das mache ich jetzt. Okay, also kurz bevor ich angefangen habe, meine Fitnesstrainer-Ausbildung zu machen, habe ich angefangen, schon auf Instagram mich aufzustellen und habe dadurch auch vielen Seiten gefolgt, Fitnessbereich, Ernährungsbereich, alles, was mich so interessiert. Und irgendwann seid ihr mir eingeblendet worden. Und dann dachte ich nur, was ist das für ein geiler Shit? Ganz ehrlich, oh, was ist das, ja? Aber in dem Moment war ich noch mitten in der Fitnesstrainer-Ausbildung und habe dann nur gedacht, coole Sache, aber habe es erstmal so, ja, habe mich nicht weiter damit beschäftigt, weil ich ja gerade ein anderes Projekt hatte. Aber ihr habt mich ja gar nicht in Ruhe gelassen. Du weißt, wie es auf Social Media ist, wenn man dann mal was anklickt, dann kommt das wieder und wieder. Und da ist mir nur dieser Mann aufgefallen, der hier so sein Memoir hatte und Ding ist auch sehr stark immer präsent gewesen. Ich glaube, Mintu heißt sie, Genau, die ja, Minto, auch sehr, das genau. asiatische Mädel. So richtig krass immer habe ich euch zwei immer so vor Augen gehabt. Und jedes Mal kam so immer das Gleiche. Gott, was ist das für eine coole Sache? Irgendwann war ich auf der Zielgerade mit meiner Ausbildung und habe gedacht, ich will mehr, ja? Und wenn ihr mir noch einmal hier erscheint, melde ich mich an. Das hat keine 5 Minuten gedauert. Und dann bin ich tatsächlich auf diesen Anmeldelink, hatte schon gleich am nächsten Tag ein Gespräch mit Samim, was wirklich sehr, sehr nice war. Sehr ehrlich, wir haben sehr offen gesprochen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine akute Schulterverletzung und habe auch gefragt, ob ich das überhaupt packen kann. Ja, die Jüngste bin ich jetzt auch nicht, auch wenn ich fit bin, aber es ist nun mal so. Und dann hat er gleich gemeint, ach, unsere älteste Trainerin ist 64 und hat, also wirklich, und es ist auch so, ich habe ja auch ihre ganzen Videos auch gesehen, hat mich alles wirklich abgeholt und angesprochen. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, das ist das, was ich machen will, weil, muss ich noch kurz ausholen, ich schon immer etwas gesucht habe, was mit Moves, Tanzen, ein cooles Training irgendwie verbindet. Ich habe das schon die ganze Zeit gesucht, aber nicht sowas wie Zumba oder keine Ahnung. Und hier in Heilbronn, es ist eine relativ kleine Großstadt, habe ich auch so bei den Hip-Hop-Studios mal gefragt, weil ich auch ganz früher getanzt habe. Ja, da haben 13-, 14-Jährige getanzt. Da wollte ich als 30-Jährige damals halt nicht mittanzen. Ja, ist ja verständlich. Und da habe ich nur gedacht, verdammt, das ist genau das, was ich suche und schon immer wollte. So bin ich auf euch dann gekommen und habe dann mich gleich angemeldet für die Ausbildung.
Cool, ja, schöne Story. Höre ich ja auch von der Seite zum ersten Mal. Ich weiß natürlich, dass du mit Sam schon Kontakt hattest, aber wie das dann seinen Lauf genommen hat, höre ich hier auch zum ersten Mal. Freut mich, dass du diese Herausforderung angenommen hast und uns da vertraut hast, den Weg zu gehen. Jetzt, als du dann angefangen hast mit der Ausbildung, wie war es da? War es schwer? War es einfach? Gab es Herausforderungen? Was war neu für dich? Was war vielleicht ungewohnt? Gibt es etwas, womit du nicht gerechnet hast? Erklär mal den Leuten aus Sicht von dir seit Start der Ausbildung, was kam da eigentlich alles auf dich zu? Okay, also das ist schon, man muss sagen, es war die Corona-Zeit, ja, und ich war da hauptsächlich im Homeoffice. Und mein Kind war damals in der dritten Klasse und das war eigentlich eine Riesenherausforderung. Also erstens mal hier Vollzeitjob, Kind, Mama, Mama die ganze Zeit. Ich konnte meine Arbeit nicht richtig machen, habe das dann alles auf den Abend verlegt. Also das war schon eine herausfordernde Zeit an sich. Und als ich dann mit dem Online-Training begonnen hatte, das war auch etwas total Neues für mich, bis zu Punkt 3 war alles wunderbar und ich, ach, alles gut. Und dann kam das erste Prüfungsvideo und ich habe immer gedacht, ich bin fit. Wirklich, ich habe gedacht, ich bin fit. Ich war früher 5, 6 Mal die Woche im Studio, habe andere Art von HIIT-Trainings gemacht, Kraftsport gemacht, ich habe früher Thai-Boxen gemacht. Aber ich habe gedacht, was ist das? Ich bin wirklich, am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist wirklich heftig. Also so für mich. Wie gesagt, ich hatte aber 2 Monate einen Ausfall, auch wegen meiner Schulter. Und ja, ich bin aber wirklich auch sehr ehrgeizig. Wenn ich etwas meine, dann, wo ich dann scheitere, dann kriege ich erst recht hier den Drang, es zu schaffen. Und habe mich da durchgekämpft, ja, also von Level zu Level habe ich mich durchgekämpft, aber es war für mich insofern so, dass ich wirklich auch körperlich, also auch fitnessmäßig, eine Wahnsinnsentwicklung mit diesen Levels zusammen gemacht habe, ja, also das war für mich schon, das hätte ich nicht gedacht, weil wie gesagt, ich habe gedacht, ich bin fit, ich hatte hier Hindernisläufe, Triathlon, ich habe alles Mögliche gemacht, einfach nur, um es mal zu machen, um zu beweisen, dass ich es kann. Aber HIIT war schon eine Hausnummer, mein lieber Mann. Cool. Würdest du also sagen, du hast eine körperliche Veränderung, eine körperliche Herausforderung und eine Entwicklung durch die Ausbildung selber an dir selbst erlebt? Definitiv, definitiv. Also schon allein dieses Squats und Squat mit Burpees, Squat mit Jumpy Jump. Und ja, das war schon alles, wie gesagt, so bis zum gewissen Level habe ich gedacht, oh, ist super. Bis man dann halt so die Prüfungsaufgaben bekommen hat. Aber nice, also man musste das auch erstmal verstehen, was da von euch gewollt wird, ja. Und wenn ich mir da so meine Videos angeguckt habe, habe ich dahin geguckt, dahin geguckt. Und ja, dann habe ich gesagt, ich will, dass es genau so aussieht. Und darin habe ich mich dann hingearbeitet, sozusagen. Ja. Geil, freut mich. Also, es hört sich so an, als wärst du stolz auf dich, auch dass du das geschafft Total. hast. Was für ein Total. Gefühl hattest du dann am Ende, als du es dann geschafft hast? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, zum einen muss ich sagen, ich habe schon Kurse klar gemacht, bevor ich das Zertifikat in der Tasche hatte. Ja. Also, ich stand da schon auch. Ich mag es aber auch. Ich mag es auch, mich ein bisschen unter Druck zu stellen. Und ich musste es schaffen. Ja, also es gab gar keine andere Option für mich. Und ja, mich hat es aber in der Ausbildung zweimal ein bisschen zurückgeworfen. Einmal, weil ich dann halt 2 Wochen wegen Magen-Darm. Ich werde nie krank. Aber ausgerechnet da bin ich krank geworden, kurz vor der Prüfung. Hat mich geärgert. Und da hatte ich mir kurz schon Sorgen gemacht, kann ich es, kriege ich die Leute zusammen. Ich habe dann den Freunden, die bereit waren, mit mir mich zu unterstützen, dann zu Hause Videos gemacht, worauf sie dann lernen müssen, also was dann ihre Aufgabe ist. Also es war schon, ja, eine Herausforderung, weil das Leben nun mal so ist. Es ist nie alles hier Schema F, es kommen unerwartete Dinge. Aber es hat zum Schluss alles wunderbar geklappt und wo ich dann hier gesehen habe, hier Zertifikat, so und so, Peter, so und so und ich, yes, Baby, I got it. Also es wurde schon ordentlich gefeiert. Ich habe mich auch selber gefeiert.
Geil, ja, hast du ja auch dein Recht dazu, ne? So eine Herausforderung zu meistern, die Ausbildung zu machen, ne? Ja. Und dann natürlich jetzt mit diesem Wissen andere Menschen zu begeistern, jetzt eine Inspiration auch für andere zu sein und das weiterzugeben. Es gibt für mich nichts Schöneres, wenn man in der Lage ist, anderen Menschen zu helfen mit dem, was man gerne tut. Und das tust du ja jetzt auch gerade. Du gibst ja auch Kurse. Ich sehe ja fleißig, dass du bei den Challenges mitmachst, dass du bei den ganzen Workouts, also deine Workouts auch teilst auf Instagram. Was sagen denn deine Teilnehmer, Teilnehmerinnen und wie war es mit dem Kursaufbau? Hat das sofort funktioniert? Hat das einen Monat gedauert, bis da eine kleine Community entstanden ist? Erzähl mal was dazu. Okay, also ich habe da unterschiedlichen Gruppen gehabt. Also ich habe einmal über die Volkshochschule eine Gruppe gehabt und dann habe ich auch hier in Heilbronn, also im Umkreis, ich sag's mal so, bei dem renommiertesten Gym anfangen können. Das war, hat sich alles zufällig ergeben. Der Volkshochschulkurs war sofort ausgebucht, weil ich habe auch viele, also wie gesagt, durch das Instagram, ich habe das von Anfang an auch geteilt, so wie meine Entwicklung mit der Ausbildung ist, habe auch so meinen ganzen Shit geteilt, wenn was nicht geklappt hat. Also ich habe auch gar kein Problem damit, mir einzugestehen, dass man etwas schwierig ist oder über mich selbst zu lachen. Also meine Follower konnten das alles so regelrecht mitsehen und haben die Entwicklung miterlebt. Und als ich dann gepostet habe, so, Leute, ab September Kurs so und so, das Ding war sofort voll. Und im Gym habe ich gedacht, weil ich es so liebe, weil ich das Hit-the-Beat einfach so liebe, habe ich gedacht, die Leute werden genau das auch spüren, was ich spüre. Die werden das genauso wollen, was ich auch will. Und habe gedacht, die werden mir da auch die Bude einrennen, aber so war es nicht. Im Gym nicht, weil genau in diesem Gym hat es über 120 Kurse, muss ich auch kurz ausholen. Da sind zum gleichen Zeitpunkt immer 3 Kurse am Laufen. Also die Leute dort haben eine wahnsinnig große Option, was anderes zu machen, wenn sie gerade darauf keinen Bock haben. Aber die Teilnehmer, die ich jetzt habe, die wollen an sich arbeiten. Die wollen kämpfen. Die wollen Spaß haben. Die wollen hier einfach auch für sich eine Entwicklung haben. Und ich habe somit jetzt Teilnehmer, also die Bude ist nicht immer voll, es ist schon immer permanent die Leute da, dann kommen immer wieder welche dazu. Und du merkst immer genau, wer eigentlich vorankommen möchte. Und mit diesen Leuten kann ich dann auch arbeiten. Die Leute kann ich auch voranbringen, ja. Und wenn sie so den Spirit von Hit-the-Beat spüren, dann bleiben sie dran. Und wenn sie sagen, oh, die Aussage habe ich auch schon bekommen, das ist mir zu hart, oder kennst ja die Ausreden von, als Trainer kriegt man ja alle möglichen Ausreden, dann weißt du, du siehst die Person nie wieder, aber die, die bei mir sind, die wollen genau das, was ich ihnen vermittle, ja? Und sie lieben es. Sie lieben es. Geil. Und kannst du den Teilnehmern sagen, also erstmal natürlich hast du super gemacht, ne? Das empfehle ich natürlich auch, dass man dementsprechend sehr authentisch und ehrlich sein Leben dokumentiert auf Social Media, wenn man das möchte im Bereich Fitness, um eben sehr nahbar und authentisch zu sein. Das lieben die Leute. Viele Leute haben ja immer Respekt davor, sich auf Social Media zu zeigen und denken, boah, alles muss hochglatt poliert sein, darf keine Fehler machen. Mhm. Aber das ist ja nicht. Das ist eben genau das Falsche, dieser Perfektionismus, den es ja eigentlich nicht gibt. Hast du das super gemacht. Das war wahrscheinlich auch ein Punkt, warum dann die Leute auch so schnell zu dir gekommen sind. Was aber den anderen Kurs angeht, wo es so schwer war, jetzt Teilnehmer zu finden, wie hast du es denn trotzdem geschafft, da eine Community aufzubauen und da Teilnehmer in deinen Kurs zu bekommen? Was hast du getan? Also, ich muss da mal sagen, ich habe mal bei einem Community-Call mitgemacht. Da war ich noch ganz am Anfang. Weiß auch gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und da hast du mir ein paar Werkzeuge mit in die Hand gegeben, weil ich war ja eigentlich unerfahren als Trainerin, als Kursteilnehmerin, wie gesagt, seit Jahren, Jahrzehnten in Kursen, aber als Trainer, wie gesagt, nicht. Und da hast du zum Beispiel etwas gesagt, was ich nie vergessen werde. Merk dir die Namen von deinen Teilnehmern. Erkundige dich nach ihnen. Frag sie, wie es ihnen geht. Und ich meine, ich bin sowieso schon ein empathischer Mensch, das hätte ich sowieso gemacht, aber Namen wusste ich immer, kann ich mir nicht merken, habe ich mich nie dann auch deswegen drum bemüht. Und das habe ich dann aber gemacht. Ich bin zu den Teilnehmern, hey, ich bin die Ellen, wer bist du? Und erzähl doch mal. Und wenn sie Wehwehchen hatten, habe ich sie nächste Woche gefragt, wie geht's dir, ist alles okay, geht's jetzt wieder? Und so ist eine Verbindung entstanden, ja?
Und die Teilnehmerin hat es den Teilnehmern erzählt. Und die lieben auch, was bei uns im Hit the Beat Kurs auch passiert. Ja, also das ist schon so eine Community. Wie gesagt, da hat es ganz viele Kurse im Gym. Die sind auch alle super sicher und alles tolle Trainer. Aber das, was wir haben, und das sagen auch alle Teilnehmer und Rinnen, das hat keiner. Diese Community, dieses Familiengefühl, dieses, ja, die wollten jetzt auch schon kommen, lass uns mal zusammen essen gehen oder ich finde es so toll in der Gruppe. Und also es ist jetzt nicht nur das Training, da ist auch noch mal was anderes entstanden, ja. Und da muss ich sagen, das verdanke ich dann auch dir, weil du mir die Werkzeuge dafür in die Hand gegeben hast. Ja, freut mich, So dass hat du sich das diese. dann aufgebaut. Ich poste aber auch da viel. Also wir machen so ein Abschlussbild und wenn jemand bereit ist, mal ein bisschen was zu filmen, dann schicke ich das dann auch immer bei mir, reposte diesen Gym und sie tun es auch relativ oft reposten, muss ich sagen, weil sie es wahrscheinlich auch toll finden. Und so spricht sich das jetzt halt immer mehr und mehr rum. Genau, also so, genau. Cool, ja, schön, dass du dir das alles zu Herzen genommen hast und das auch umgesetzt hast, weil viele Leute hören zu, aber machen es nicht und kommen nicht aus ihrer Komfortzone, weil für einige Trainer, Trainerinnen, die vor allem neu sind, ist das auch eine Herausforderung, auf die Teilnehmer zuzugehen. Aber das ist ja am Ende das, was auch einen erfolgreichen Kurs ausmacht. Das bist du, deine Persönlichkeit, deine Energie, deine Aura. Da hilft dir kein Name, von irgendeinem Konzept, sondern es ist schön, dass du da die Verantwortung übernommen hast und das rate ich natürlich jedem. Im schlimmsten Fall, schlimm hört sich, ist jetzt negativ behaftet, aber positiv gemeint, geht man auf die Trainingsfläche und spricht da die Leute an, aus der Cardiofläche zum Beispiel, und holt die bei sich in den Kurs und lädt die dazu ein. Oder durch ein Mikrofon kann man in einigen Fitnessstudios seinen Kurs bewerben. Also selber die Verantwortung übernehmen, mit seinen Kursteilnehmerinnen sprechen, da eine Verbindung suchen und dann nach und nach wird der Kurs definitiv voll, wenn man die Verantwortung da auch übernimmt. Genau, dranbleiben. Genau. So. Ja, also wie gesagt, ich gebe mein Bestes jedes Mal aufs Neue und es kommt an bei den Leuten. Sie lieben es, sie spüren die körperliche Entwicklung. Aber ich habe, wie gesagt, auch Teilnehmer, die kommen auch nicht nur wegen dem Körperlichen, sondern einfach, weil sie sich so wohlfühlen in dem Kurs, ja. Ich habe da eine, die so ein wahnsinnig tolles Feedback geschrieben hat und sie sagt mir jedes Mal, Ellen, bei dir fühle ich mich wie ein junges Mädchen nach dem Kurs, egal was für einen Tag ich hatte, ja, hier Stau, da Stress, aber nachdem ich hier rausgehe, ich fühle mich wie ein junges Mädchen und ist das nicht schön? Also ist es nicht, ist doch einfach herrlich, ja? Also was will man dann mehr als Trainer, sage ich mal? Ja, also diese Dankbarkeit zu spüren, zu fühlen, dann nochmal im Nachgang auch be zu bekommen, bestärkt einen natürlich in den Dingen, dass man alles richtig macht. Das ist echt ein wunderschönes Gefühl. So fühle ich mich dann auch, wenn ich mal so Nachrichten bekomme, egal ob es jetzt nach einer Ausbildung ist, nach einem Business Coaching oder einfach natürlich auch, wenn ich selber Kurse gebe, das mache ich ja auch noch. Jetzt hatten wir die Hit the Beat Kids Ausbildung zum Beispiel und da die Dankbarkeit auch von den Teilnehmern zu spüren, das motiviert einen, das hält einen quasi am Absolut. Leben, weil wir teilen ja sehr viel Energie selber, ne? Durch die Sprache, durch das Motivieren, durch das Korrigieren, dann machen wir selber noch die Übung mit im Kurs, ne? Und das Ja. saugt sehr viel Kraft und Energie. Das ist immer schön, wenn man das dann auch von seinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zurückbekommt. Gibt es jetzt etwas aus deiner Sicht, wo du sagen würdest, das möchte ich jetzt als nächstes machen? Ne? Jetzt hast du bei uns die Hit the Beat Lizenz gemacht, du hast dich auch weiterhin fortgebildet, eine DB Lizenz. Was hat dir die Ausbildung so eröffnet? Also was für Möglichkeiten hat dir das geöffnet und was hast du vor? Was nimmst du jetzt mit aus diesen Erfahrungen, die du gesammelt hast? Gut, also das nächste, was ich mache, ist hier Trainer Level 3 bei euch im September, so Gott will. Und ich hatte ja schon einen Plan, wo ich hier die Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht habe oder auch den Ernährungsberater gemacht habe. Ich hatte ja schon einen Plan für mich. Ich wusste schon, in welche Richtung ich gehe, will. Und das gehe ich dann so Step by Step an mit Hit the Beat. Da war es jetzt erstmal wichtig, als Trainer Erfahrung zu sammeln, mich weiterzuentwickeln, weil jetzt die Ellen, die damals vor 1,5 Jahren angefangen hat und jetzt ist es, das sind trotzdem Welten dazwischen, ja. Also auch wenn ich vielleicht damals selbstsicher gewirkt habe, jetzt bin ich es wirklich. Also und bin natürlich trotzdem immer bereit, weiterzulernen. Also ich sehe mich nicht jetzt hier auf dem Stillstand oder so, aber ich habe jetzt meinen eigenen Kursraum. Das war jetzt mein Ziel, also mich von Volkshochschule jetzt auch
von diesen Abhängigkeiten ein bisschen frei zu machen, als Trainer auch mehr zu verdienen. Das ist auch, denke ich, durchaus berechtigt, weil man legt ja auch, wie du sagst, seine eigene Gesundheit, seine eigene Energie. Und diesen Kursraum habe ich bekommen. Und ich habe gleich mit 16 Leuten durchgestartet. Und das ist jetzt nochmal was ganz anderes, weil die Leute, die jetzt zu mir wollen, die wollen es. Ja, die wollen das nicht nur ausprobieren, sie wollen es, weil sie verfolgen das, beobachten das. Ich gebe jedem die Möglichkeit, ein Probetraining zu machen, auszuprobieren, guck, und wenn du nicht sicher bist, dann komm halt eben nochmal, aber das ist jetzt mein Ding. Ja, das ist mein Hit-the-Beat-Kursraum in Heilbronn und ich bin immer noch die Einzige in Heilbronn, also falls hier jemand zuhört, ihr könnt gern die Ausbildung machen, ja, es lohnt sich. Und das ist jetzt so mein Ziel gewesen, das habe ich jetzt erreicht und ja, wir versuchen die Community noch ein bisschen größer werden zu lassen, noch ein bisschen hier, ja. Also das ist so Step by Step, eins nach dem anderen, genau. Und Fitnesstrainer und Ernährungsberatung ist eigentlich jetzt so mehr, ja, ich habe halt einfach kein eigenes Gym oder irgendwie einen Platz, wo ich jetzt halt Personal Training machen könnte. Also Ernährungsberatung mache ich, das ist jetzt ein bisschen halt was anderes, da braucht man jetzt noch nicht das Equipment. Aber ich habe so mal schauen, in welche Richtung das geht. Aber es soll alles so in Richtung Selbstständigkeit und eben mehr für mich und jetzt weniger für andere arbeiten, also mehr für mich arbeiten, genau. Und mich weiterentwickeln, immer schön weiterentwickeln. Ja, da bist du ja auf einem richtig, richtig guten Weg, auch wie du das, wie ich das jetzt hier wahrgenommen habe, angefangen halt mit Kursen, wo man quasi unabhängiger ist von sich selbst, weil die Leute bringen ja schon die Teilnehmer mit, die Institution oder das Fitnessstudio. Jetzt der nächste Schritt, sich was Eigenes aufzubauen. Da bist du wieder einen Schritt näher. Und der nächste Schritt wäre ja jetzt in dem Fall auch eben in so Personal Training, persönliche Betreuung zu gehen, ortsunabhängig etc. pp. Aber da bist du auf einem sehr guten Weg. Und wenn ich mir dein Zimmer da hinten angucke, würde ich sagen, das reicht aber auch aus, das schon zu machen. Ich weiß nicht, ob du zwingend noch einen Raum brauchst. Machst du auf jeden Fall alles definitiv schon richtig. Wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, Dankeschön. Damit du da happy bist und auch noch näher zu deiner erfolgreichen ortsunabhängigen und allgemein unabhängigen Trainerabhängigkeit kommst, Trainerselbstständigkeit kommst. Schaffst du, glaube ich. Mit dieser Aura und Empathie steht dem auf jeden Fall nichts im Weg und dem Ich Eifer, den arbeite du hast. daran. Dankeschön. Und übrigens, wir werden auch dich hier unter dem Video verlinken. Also wer Lust hat, in Heilbronn bei Ellen zu trainieren, kann das gerne tun. Einfach über Instagram folgen und sich mit Ellen austauschen. Ich habe jetzt die letzte Frage noch an dich, Ellen. Wenn es Menschen gibt, die selber Hit-the-Beat-Trainerin oder Trainer werden möchten, was würdest du ihnen raten? Wieso sollten sie es machen? Was kommt auf sie zu in deinen Worten? Es ist zum einen wirklich ein unvergleichliches Workout-System, wo man auch wirklich, so wie ich eben auch, sich selber sehr stark weiterentwickeln kann und mit viel Freude, mit viel Spirit, ja, auch seine Teilnehmer voranbringen kann. Also es ist, verbindet einfach alles, was man braucht für ein Training. Du hast hier dein Bodyweight, du hast hier dein HIIT, Kraftausdauer, die coole Musik. Du kriegst auch dadurch automatisch tolle Teilnehmer, weil genau sie auch ja dann das wollen, ja. Und es ist nicht zu vergleichen mit einem anderen Workout-System. Ich habe wirklich schon viel gemacht. HIIT-The-Beat ist einzigartig. Und ja, schon allein als Trainer, ja, das wiederzugeben, ja, es ist wirklich ein tolles Gefühl. Und deswegen kann ich es wirklich jedem nur raten, ja. Also es ist definitiv eine Bereicherung und man investiert auch in sich selbst. Also auch mental, ja, Mindset, also alles wächst. Alles wächst, du siehst, das ist ganz groß. Und das kann ich nur jedem empfehlen, genau, auf jeden Fall. Geil, da gehen mir natürlich, da geht mir auch das Herz auf, das zu hören. Freut mich, dass du da so über uns denkst. Vielen, vielen lieben Dank für sehr das gerne. Liebe Interview. Hat mir mega Spaß gemacht, sich mit mir auszutauschen. Für alle, die Bock haben auf mehr, checkt die Beschreibung, folgt uns gerne. Ihr könnt andere Erfahrungsberichte anschauen, gerne andere Workouts ausprobieren. Ist für alle was dabei. Und danke dir nochmal, danke an die Zuschauer. Und ich sage einfach auf die Art und Weise bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao. 6, 7, 8.